Hallo, mein Name ist Dr. Annette Jasper, ich bin ganzheitliche Zahnärztin und unser heutiges Thema sind Schulterschmerzen. Ja, du hast richtig gehört, mit Schulterschmerzen zum Zahnarzt gehen, das kann manchmal richtig, richtig sinnvoll sein. Es gibt zwei Gründe, warum ich dir bei deinen Schulterschmerzen als Zahnärztin helfen kann. Also ich will sagen, ich gehe jetzt einmal davon aus, du warst beim Orthopäden und der Orthopäde hat entweder nichts gefunden oder hat dich quasi schon austherapiert und du hast immer noch Schulterschmerzen. Denn das setze ich jetzt einfach mal voraus. Denn wenn du natürlich da deine Schulter ausgerenkt hast, dann kann ich dir als Zahnärztin nicht helfen. Es geht darum, der Orthopäde weiß quasi nicht weiter. So, und dann gibt es zwei Gründe. Der eine Grund ist, du hast einen Zahnherd. Ein Zahnherd, das sind Bakterien, die durch deinen Zahn oder an deinem Zahn in deine Blutbahn gelangen. Schau, das kann so sein, du hast hier vielleicht, ich habe schon ein bisschen vorgezeichnet, du hast vielleicht einen Zahn, hier eine Karies und die geht hier bis zum Nerv. Das hier soll die Nervhöhle sein. Und hier sind Blutgefäße, das sind Lymphgefäße, das sind natürlich auch die Nerven, ja. Und dann wandern die Bakterien hier weiter und die sammeln sich hier an der Wurzelspitze. Nun ist aber der Zahn nicht so wie jetzt bei mir, einfach so im luftleeren Raum, sondern da ist natürlich das Zahnfleisch, dann ist auch noch der Kieferknochen und hier unten laufen weitere Blutgefäße. Das heißt, der Zahn ist verbunden mit deinem ganzen Blutkreislauf. Also die Bakterien, die hier reinkommen, die hier runter wandern, sich hier sammeln, gelangen natürlich in deine Blutbahn. Die Bakterien können sich auch hier an einer Zahnfleischtasche ansammeln, da wo du nicht so gut reinigen kannst. Über längere Zeit verbleiben die Bakterien da, die wandern tiefer und tiefer und können auch hier eine Entzündung, ein Herd machen und auch da in deine Blutbahn gelangen. Und wenn du so einen Zahnherd hast, dann muss es gar nicht sein, dass du das spürst, dass du Schmerzen hast. Ja, wenn so ein Zahn tot ist, der kann absterben, ohne dass du es merkst. Du kannst eine Wurzelfüllung, eine Wurzelbehandlung haben und da kann sich trotzdem noch ein Zahnherd gebildet haben. Und du kannst eine Zahnfleischtasche haben, ohne dass du das wirklich merkst. Und das ist das Gefährliche. Und deswegen lohnt sich wirklich der Weg zum Zahnarzt, weil die Bakterien, die wandern in deinen Blutkreislauf und die sammeln sich an, einmal in Blutgefäßen, an den Herzklappen, an Gelenken, die sammeln sich an vielen Orten, an vielen Organen an und sehr, sehr gerne natürlich auch an der Schulter. Ja, das kann aber genauso ein Ellenbogen sein oder ein Knieschmerz, ja, also einfach Gelenkschmerz, der durch diese Bakterien kommt, die sich da am Zahn angesammelt haben. Wenn ich nun also als Zahnärztin diesen Herd aufspüre, diesen Herd entdecke und behandle, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass tatsächlich deine Schulterschmerzen verschwinden. Der zweite Grund, warum du Schulterschmerzen haben kannst, die tatsächlich auch von den Zähnen kommen oder die in Verbindung mit den Zähnen stehen, ist, wenn du mit deinen Zähnen fest presst und knirscht. Schau, wenn du mit deinen Zähnen presst und knirscht, machst du das in der Regel jahrelang. Du machst es jahrelang, ohne dass es dir bewusst ist. Ich lenke den jetzt hier mal ein. So, du musst diese Muskulatur hier anspannen, diese Kaumuskulatur. Jetzt stell dir vor, du spannst diese Muskulatur fest an, da muss es Muskulatur geben, die dagegen hält, weil sonst würde dein Kopf nach unten runterfallen. Und die Muskulatur, die hier dagegen hält, ist die Nackenmuskulatur. Ja, und die Nackenmuskulatur, die ist natürlich mit deiner Schulter, mit deiner Rückenmuskulatur verbunden. Ja, die Muskulatur ist miteinander verzweigt. Jede Muskelgruppe stabilisiert die andere, ja, und kompensiert eben auch Ungereimtheiten. Wenn du zum Beispiel schief stehst oder einfach auch deinen Kiefer ungleichmäßig verwendest. Das heißt, du presst hier jahrelang mit deinen Zähnen, bekommst massive Verspannung in der Nackenmuskulatur und somit auch in der Schultermuskulatur und hast Schulterschmerzen. Der Osteopath, der Physiotherapeut,
kann dir immer nur bedingt helfen, weil immer wenn du dich zu Hause ins Bett legst und wieder mit deinen Zähnen presst und knirscht, fängt dieser ganze Kreislauf wieder von vorne an. Und auf diese Art und Weise kann natürlich da dieser Schulterschmerz nicht verschwinden. Also der zweite Grund ist hier, also einmal war es der Herd und das zweite war Knirschen mit den Zähnen. Also ich fasse es gerne für dich nochmal zusammen. Einmal können deine Schulterschmerzen von einem Zahnherd unterhalten werden und zum Zweiten, indem du fest mit deinen Zähnen presst und knirscht. Und bei beidem kann ich natürlich als Zahnärztin helfen. Da kann dein Orthopäde nicht so viel helfen. Bei einem Zahnherd wird natürlich dieser Zahnherd beseitigt. Egal, je nachdem, was es ist, wenn es die Zahnfleischtasche ist, zum Beispiel auch sehr gerne bei einer richtigen Parodontose, wo sehr viele Zahnfleischtaschen sind, gehört das natürlich gereinigt. Gehört eine sogenannte Zahnfleischbehandlung oder eine Parodontosebehandlung, ist das Gleiche gemacht. Ist hier an der Wurzelspitze ein Zahnherd, gehört entweder eine Wurzelbehandlung gemacht oder tatsächlich der Zahn entfernt oder eine Resektion der Wurzelspitze. Da muss man schauen, wie steht es einfach um den Zahn. Ist es das Pressen und ist es das Knirschen, kann ich dir eine entsprechende Beißschiene einsetzen. Eine Knirscheschiene, eine Beißschiene, eine Positionierungsschiene, je nachdem, was du brauchst. Denn wisse, Schiene und Schiene ist nicht gleich Schiene. Die Untersuchung ergibt, was du für eine Schiene brauchst. Aber in beiden Fällen, sowohl beim Zahnherd als auch bei der Schienentherapie, ist in der Regel innerhalb kürzester Zeit ist der Schulterschmerz vergessen. Ich hoffe, ich konnte dir bei deinem Schulterschmerz ein wenig helfen. Wenn du Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne. Ciao und mach's gut.